Willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe heute einiges vor mit euch. Und zwar als allererstes habe ich mir hier unten wie so ein kleines Räumchen gebaut, sage ich mal dazu. Ich werde hier noch ein Wasserrad anbringen und dann hier noch ein paar schöne Sachen einbauen. Zum anderen kommt der Kochofen und der wie heißt der andere Ofen? wo man das Stahl dann drin macht. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ja, beim letzten Mal haben wir ja den Coke-Brick gebaut, also den Coke-Ofen gebaut. Ich habe auch eine Menge geräusert Öl daraus. Ich glaube, wir machen uns auch gleich mal ein bisschen was hiervon. Da haben wir das gleich gemacht. Ein bisschen den Öl leer kriegen, damit wir kriegen den auch gar nicht leer, glaube ich. Nee, nie im Leben. Den Eimer muss ich mitnehmen. Den brauchen wir ja für die Workbench. Das Holz. Und noch für einige andere Sachen. Immersiv Engineering. Okay. Okay, schweres Wort. Mein Eimer vergessen. Kann ich eigentlich auch von hier aus? Gut. Gut zu wissen. So, wir haben erstmal ein bisschen was gemacht. Ist leider nicht leer geworden. Ich werde nachher noch ein paar machen, dass wir ein bisschen was auf Vorrat haben. Das mache ich aber dann offscreen. Also so stellt ihr, wie gesagt, so stellt ihr dieses Traded Wood Planks, also die behandelte Holz, stellt ihr damit her. Das braucht ihr für den ganzen kompletten Mod. Das begleitet euch komplett durch. Und ich habe heute vor, in den Nether zu gehen. Die sind irgendwo hinter. Ich muss gleich mal. Ich zieh. Da sind Wölfe. Na komm her. Ist das Schild nicht klasse? Ich finde das total klasse. Das Schild. Hier ist irgendwo noch ein Hund. Oder? Nee. Also ich werde keine Rüstung mitnehmen. Ich habe nur mein Schwert und meine Spitzhacke ganz gemacht. Wir brauchen einiges, zum unter anderem Seelensand, Neverack und so weiter, Place Powder. Also wir brauchen eigentlich fast alles, was es im Nether gibt. Und das müssen wir hierher bringen. Halt, habe ich mein Feuerzeug? Ja, ich habe mir eben schon Feuerzeug gemacht. Das Rezept ist gleich geblieben. Das brauche ich jetzt nicht nochmal zeigen, ne? Ansonsten, ja, einfach nur ein Stahl, ein Flint und dann habt ihr das Feuerzeug. Und wir haben ja hier in der kompletten Welt, beziehungsweise glaube ich, überwiegend nur in der Wüste bis jetzt gesehen, oder eigentlich nur in der Wüste, haben wir die Strukturen für das Nether-Portal. Und da will ich jetzt mal eben schnell hinlaufen. Sollte eigentlich ziemlich schnell gehen. Ich mache jetzt auch keinen Cut hier rein, also wie gesagt, wir sollten gleich hier vorne die erste Struktur sehen. Da drüben ist er. Genau, die möchte ich. Die machen wir uns zum Nether-Portal. Das könnten wir auch zum Nether-Portal machen. Ich weiß aber nicht genau. Das ist eine Schüssel. Ich finde das hier cooler, irgendwie. Weiß nicht, mir gefällt das mehr hier. Ja, genau, wir nehmen das hier. Würde ich sagen. So, also. Unser Fahrzeug und dann Badabing einmal, Badabing zweimal, wir machen alle vier. So, genau, alle vier machen wir. So, dann können wir unser Fahrzeug wieder wegstecken. Ich habe jetzt natürlich keinen Sand, keine Erde, kein gar nichts dabei. Das ist natürlich unprofessionell. Ich gehe nochmal schnell zurück, hol mir was und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder mit ein paar Stacks Erde und wir schwingen mal hier durch. Wir nehmen gleich mal
unsere Erde in die Hand, weil wir wissen ja, ne, der Nether beinhaltet oft Gas und was weiß ich nicht alles. Und die mögen ganz gerne unser Ding kaputt schießen. Das wäre nämlich jetzt uncool. Oh, da brauchen wir lange zum Laden. Da sind wir. Ja. Nee, wir wollen nicht wieder raus. Oh, mit Festung gleich. Ich höre den Gas, aber ich sehe ihn nicht. Okay, das ist nicht so schlimm. Wir machen uns jetzt auf alle Fälle erstmal hier einen Spawn-Punkt. Also einen Punkt machen wir uns hier. Und zwar Portal. New Portal. Portal safe. Dankeschön. Keine Ahnung, wo der ist. Aber ich gucke jetzt mal, ob ich da drüben zur Festung komme. Und, oh. Sind das die komischen Pflanzen hier oder was? Das wäre ja uncool. Ah, gut. Wir bauen uns jetzt hier einfach mal nach oben. Was kriegen wir jetzt? Ah, wir haben von denen noch einen Schlag gekriegt. Ah. Uncool. So, wir brauchen auf alle Fälle einen Spawner. Da haben wir einen Spawner. Und da sich selber umgebracht, haben wir. Oh, wir kriegen sogar Blaze Powder. Ist das geil? Wither Skelett Fragment. Ey. Ja, komm, schieß noch. Trifft mich sowieso nicht. Gras hier machen wir gleich mal weg. Na komm. Ah, gut, wenn man nicht will, dann tut man nicht eben so. Mal weg hier, das stoppt mich ein bisschen. So. Natürlich genau mein Schild gehauen. Sollen wir mal was essen? Wie sieht's hier aus? Sieht's gut aus? Wie haben wir jetzt? Einen haben wir erst. Einen. Das ist natürlich nicht viel. Das ist natürlich gar nichts. Da drüben scheint noch ein Blaze Spawner zu sein. Gut, ich sammle jetzt ein bisschen da hier. Und ja, ich hole euch wieder dazu, wenn es was Interessantes gibt.
So, wir sind wieder in der normalen Welt und wir fangen auch gleich wieder an, weiter zu craften. Wir brauchen erstmal als allererstes einen Filterhopper. Ja, Filterhopper oder Filterhopper. Ja, irgendwie so. Oh, da muss ich gar nicht verhandeln. Den stelle ich mal erstmal hier unten hin. So, da. Nochmal 10 Sand rein. Okay, als Sieb, okay. Nee, hä? Mensch. Filter. Sand. Hat er mal jetzt mich überfragt. Jetzt bin ich etwas überfragt. Wir brauchen Crown Track. Den kriegen wir ja hier raus. Torsandfilter. Ohne. Ja, halt, das wollen wir doch eigentlich. Wir brauchen das. Eine Urne. Eine Urne müssen wir drunter stellen. Soul-Urne. Wir brauchen dieses Helfer-Gast. Was machen wir mit den Hobber? Gut, ja. So, jetzt, ich habe nochmal gelesen, jetzt weiß ich wieder, wie das geht. Also, wir machen hier Neversand rein und droppen den raus. Aber beim achten, glaube ich, dann, wenn ich jetzt den achten drauf mache, dann kommt ein Gast. Ich weiß nicht, ob wir es hier unten machen, aber ich glaube, wir machen es doch hier unten. Er ist oben gespawnt. Ne, wo ist er? Gar nicht gespawnt? Okay. Ne, er ist gar nicht gespawnt. Ja, normal hätte da jetzt ein Gast rauskommen müssen. Wir haben zwar die Geräusche gehabt, aber es ist keiner gespawnt. Also wenn wir das Ding dann, wie gesagt, ich will ja hier ein Wasserrad hinmachen, die mechanische Energie. Und wenn wir da dann von der Seite sozusagen die Ex, also die Achse reingehen lassen, dann geht der auch nicht mehr kaputt und dann kommt da nichts mehr. Wir könnten auch eine Urne drunter stellen, aber das haben wir auch nicht. Gut, wir machen jetzt weiter. Wir wollen den Hopper können wir schon mal erstmal rausnehmen. Den müssen wir uns nochmal bauen. So, genau, wir wollen nämlich den Hibachi. So, da brauchen wir nämlich die hier noch und die machen wir einfach in den Cauldron. Okay. Helfer hat das. Davon haben wir 8 Stück. Warte, wie kriegen wir. Ah, jetzt kriegen wir da nur einen raus. Was 8 Stück ein. Okay. Ich muss also nochmal mehr bauen. Gut, dann würde ich sagen, ich baue doch gleich mal die Anlage hier hin. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es soweit ist. So, da sind wir wieder. Und da kommt schon wieder so ein Goofy. Warum kommen die her? Meine, die geben mir schönen Stuff. Blessbauer. Keine Ahnung, wo die herkommen. Warum die hier, was die bei mir wollen hier? Schon das zweite Mal, dass ich die hatte.
So, aber nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt gnadenlos loslegen. Ich habe jetzt soweit alles vorbereitet. Genau, und zwar, Kaktusse, müssen wir erstmal schnell hier rüber unsere Hellfire-Taste hier rausholen. Jetzt habe ich den String weggemacht. Ah, nee, halt. Hiervon brauchen wir einen, genau. Die kommen hier rein. Funktioniert. What? String, Redstone und Blaze Powder. Ach doch, er macht, okay. War noch nicht ganz so schnell. Gut, das müssen wir nämlich dann gleich noch abholen. Wir brauchen jetzt aber noch, oh, haben wir noch genau so viele. Boah, das ist das geil. Nee, halt, wir brauchen ihn ja erst um. Das Ding brauchen wir. Komm, bleibt fertig. Aber wir müssen erst den Hibachi machen. Schüssel Stone. Ach komm, ja, lass ich mich schnell mal den Stone hier durch. Eins, zwei, drei. Sahne ist ja hier auch fertig. Die sechs haben wir übrig, da fehlen mir noch zwei. Also ich habe das jetzt an die Watermill angeschlossen, habe auch schon den Stowit Coltman vorbereitet. Soweit alles. Ich muss nur noch eine Redstone Clock bauen. Und dann haben wir das komplett fertig. Da, das sind wir fertig. Hoffe, die reichen. Der ist soweit dann auch gleich fertig. Das. Redstone haben wir noch. Ja. Los, komm. Bada-bing. Fett, fatsch. Los, hopp, hopp. Zack, zack. Ach, Mann. Wenn es mal schnell gehen soll. Wusste, ich hätte eben schon alles reinlegen sollen. Ich hab's gewusst. Naja. Aber wo der eine Kuffel eben herkam, der hat auch diese Partikel, wie hier überall ist und wie auch in den Wasserrad ist. Ich weiß nicht, ob der irgendwie da von dem Mod ist. Ihr habt ihn jetzt schon das zweite Mal hier gehabt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich mit denen anfangen soll, außer ihn zu töten. Jo. Gut, also, wir bauen uns jetzt allererstes den Hibachi. Ach, ich hab nur drei. Ah. Gut, dann müssen wir uns schnell nochmal einen Stone holen. Ach, Mann, Mann, Mann. An den kleinsten Sachen haben wir es wieder. Und hier, das will ich immer noch wissen, wie ich einen einzelnen von den ganzen Stack runterbekomme. Scheint es irgendeinen Knopf zu geben. Ich habe echt keine Ahnung, welcher Knopf das ist. Also wenn er mir da weiterhelfen könnte, das wäre echt genial. So richtig nice wäre das. So, aber jetzt. Da haben wir den Hibachi. Ha! So, und danach kommt eigentlich gleich der Dings, ne? Wenn wir jetzt rechnen sollen. Ja, die Bellows, genau. Der Bellows. Den wollen wir auch gleich machen. Oh, sondern Diamanten da, okay. Gut. Haben wir auch, ja. Einmal hier runter. So, im Normalfall sollte der jetzt angehen. Ach, ich muss Redstone und eine Fackel drunter machen, ne? Okay, dann machen wir das mal anders. Nehmen wir dich nochmal weg. Und platzieren dich direkt hier dran. Oder müssen wir das halt erstmal so machen? Dann muss ich halt dann komplett nochmal umbauen. Und er hier. Jetzt muss ich gucken, wie rum der aufgebaut wird. Okay, ich muss hier von hinten aufbauen. Oh, das ist natürlich schlecht, jetzt ranzukommen. Mal gucken, ob wir da dran kommen. Doch, kommen wir noch ran. So, und hier haben wir jetzt eine blaue Flamme. Ja! Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Gut, dann können wir die jetzt schon mal wegmachen.
Und wir brauchen jetzt nämlich gar nicht mehr so viel für die Blastwix. Ein Firewood never slack. If er das. Achso, genau, im Potash. Ah, genau. So war das. Wir müssen jetzt erstmal. Deswegen wollte ich eigentlich mehrere hier haben. Ich muss mal gucken, wie ich das löse hier nochmal. Also ich brauche auf alle Fälle noch einen Hebel. Den mal hier dran machen. Hier müssen wir, wie gesagt, eine Redstone Clock irgendwie hinbauen. Und den müssen wir eigentlich nochmal abbauen. Beziehungsweise ich baue das alles mal nochmal ab hier. Weil das macht mich sonst wirre im Kopf. So. Dann bauen wir ihn hier ab. Weil da stecken wir jetzt mal schnell den Kreuz von hin. Das ist nämlich schon der Aufbau für den. Ah, so, ja, für der zweite Aufbau. Genau. Ein Kreuzhorn. Jetzt brauchen wir erstmal ein Kreuzhorn. Battle with Mods. Brauchen wir den. Cold Tron. Irgendwie so war das geschrieben. Irgendein Clay Bucket. Ah, ich finde jetzt wieder auf die Schnelle nicht, war ja klar. Cold. Und okay, machen wir es auch. Es ist mit Sicherheit verkehrt geschrieben. Jetzt, dann suchen wir ihn eben hier schnell. Aber das geht schon noch. Da haben wir einen Crucible. Ne, ein Crucible wollen wir nicht, wir wollen einen Crucible. Ein Blender, ah, der war doch von Better with Mods. Oder war der nicht hier von? Doch, der war von Better with Mods. Jetzt muss ich gucken gehen. Jetzt bin ich etwas verwirrt gerade. Oder wird Kaultron? Kaultron, ah, Kaultron. Ich wusste nicht, was so schnell geschrieben. Kaultron. Das ist einmal den, wir brauchen aber den. Dann brauchen wir nämlich nochmal das hier. Vier Clay, gut, das kriegt man auf die Schnelle hin. Jetzt muss ich nur nochmal zurück ins Haus. Dann bauen wir uns schnell nochmal den Clay. Haben wir hier. So, ihn hier. Ausnehmen, so, das packen wir gleich wieder weg. Dann brennen wir den mal schnell. Ach, ich hätte gleich Holz mitnehmen können. Ach, Mensch. Was man nicht im Kopf hat, ne? Beziehungsweise Potash. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Potash, Aluminium, Salz, Nitratdust. Pot. Ne, wir geben mal nur Ash ein. Ash. Ich muss hier aber verkehrt geschrieben, ich weiß es. Anders. Ich schaue einfach so. Und zwar genau hier. Hier wollten wir. Da brauchen wir den Unfired. Achso, Potash. So ist geschrieben. Okay. Und wir brauchen dafür. Ah, wir können auch Planks. Oh, wir können auch den Sodas nehmen. Okay. Und Planks können wir auch nehmen. Oder wollte ich sagen, wir nehmen hier gleich mal die Blanks raus.
Nehmen wir uns hier einfach ein bisschen was mit. Ah, unten links muss ich noch bauen, ne? Ah, halt. Ein Sticky. Weil ich muss den jetzt manuell erstmal bedienen. Einfach mal, ich zeige euch das, wie das dann funktioniert. Ich werde da gleich mal ein bisschen Holz abbauen. Und dann zeige ich euch das, bisschen Stein abbauen. Dann zeige ich euch, wie der hier funktioniert. Brauchen wir irgendwas dazwischen, ganz kurz. Ich hoffe, das geht, wenn der oben nicht offen ist. Jo, geht. Sehr schön. Dann machen wir den nämlich an. Schmeißen hier schon mal das Holz einfach rein. Ich nehme hier hinten jetzt mal die Steine nochmal weg. Hier machen wir einen Lever dran. Nee, nicht das. Nein, das auch nicht. So. Durch das Boosten, also von den Bellows, wird die Flamme ja blau und dadurch müsste der ja eigentlich hochgehen. Jo, er geht hoch, wie ihr seht. So, ja, wollen wir so lange machen, bis wir eine Asche raus haben. Ich glaube, wir kriegen das heute doch nicht mehr fertig. Ich werde hier, wie gesagt, ich muss hier eine Glock dran bauen. Weil das ist ja echt mühsam so. Wir kommen ins Industriezeitalter. Und da ging das halt früher so. Man musste man alles mit der Hand bedienen. Meine, wir können ja froh sein, dass der Blasebalken allgemein schon mit den, ja, mit den Rädern betrieben wird. Aber halt noch nicht komplett. Ja, und hier habe ich halt, wie gesagt, das alles umgebaut. Und somit geht er nicht mehr kaputt. Oh, läuft noch. Damit geht er nicht mehr kaputt und wir können unendlich von diesen Hellfire-Dust herstellen. Was heißt unendlich? Natürlich so viel Material, wie ihr habt. Ja. Das ist natürlich klar. Aber so funktioniert das. Und wie gesagt, ich habe da draußen die Mühle hingestellt. Kann ich euch gleich nochmal zeigen, wenn wir den ersten hier raus haben. Aber die Folge auch schon wieder ganz schön lang heute. Ich denke mal, so roundabout 30 Minuten, dann wir bestimmt heute wieder haben. Ich finde das System einfach nur genial daher. So, nur mal gucken. Ich hoffe, dass es irgendwie eine Redstone Clock gibt. Ich habe noch gar nicht geguckt. Wenn nicht, muss ich mir eine Vanilla Redstone Clock hier reinbauen. Aber ich hoffe, dass es irgendein Item gibt. So, da haben wir die erste Potash. Also so funktioniert das. Wie gesagt, ich mache das dann gleich mit dem Redstone Clock und so. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine Lust, 10.000 Mal zu drücken. Und hier draußen habe ich, wie vorhin erwähnt, unser Wasserrad angebracht. Ich werde mir noch was einfallen lassen, wo wir das Wasser hinlaufen lassen. Weil ich denke mal, das wäre bestimmt schon schön, wenn hier irgendwie noch so ein kleiner Flusslauf ist. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Also, wie gesagt, und hier kommen ja dann die zwei Öfen hin. Noch. Dann habe ich das hier unten. Ja, hier muss ich dann Redstone-Fackeln dann machen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber das kriegen wir auch hin. Dass sie alle über ein Signal angehen. Und, ja. Aber mir fällt gerade ein, ich brauche zwei von den. Weil ich will ja nicht jedes Mal umbauen. Muss das hier doch noch ein wenig größer werden, unser kleiner Keller. Ja, und wenn ihr mal Ideen habt, ne, ich habe jetzt hier, wie gesagt, hier oben drauf auch noch eine Fläche, was wir da draus machen,
Dann könnt ihr mir ja auch mal Kommentare schreiben, was man hier drauf bauen könnte. Ich war am Überlegen, ob ich hier oben dieses Windrad anbaue, was Energie erzeugt. Das hatte ich mir überlegt, weil ansonsten weiß ich nicht. Also einfach mit Erde wieder zumachen, wie wir es hier mit der Schmiede gemacht haben, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber mir gefällt das, wenn das Zeug unten so im Keller so ein bisschen ist. Na klar, muss hier noch ein bisschen dekoriert werden. Das kommt alles noch. Das kann man erstmal ausmachen. Das kommt alles und ja, ein bisschen Deko noch. Ich bemühe mich, also Deko ist nicht ganz so meine Geschichte, also ich tue mich ja manchmal ein bisschen schwer, aber ich denke mal, so langsam kriege ich da auch so ein Faible für und so ein kleines Händchen, also ich denke, das wird gut. Erstmal danke, dass ihr eingeschaltet hattet. Wenn, wie gesagt, irgendwas ist, Anstand, beanstanden wollt oder Verbesserungen habt oder sagt einfach nur genial oder so, haut es einfach rein in die Kommentare. Über ein Abo und ein Like freue ich mich sowieso immer. Ich meine, das brauche ich eigentlich fast gar nicht erwähnen. Das ist ja selbstverständlich irgendwo, dass man sich da freut. Und da bin ich auch immer recht dankbar dafür. Aber in diesem Sinne, ich sag mal, noch einen schönen Tag wünsche ich euch und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!